Hallo, ich werde euch den Kurpark, den Quellenpark zeigen heute. Durch die marschiere ich immer sehr, sehr gerne. Hier sind noch wunderschöne Blumen, der ist immer sehr schön bepflanzt. Und hier verläuft ein kleiner Bachlauf. Total schön. Und ja, noch hält sich das Herbstwetter, obwohl Regen gemeldet ist. Aber der Tag ist ja noch lang. Hier im Park kann man ganz in Ruhe sitzen. Und einfach nur manchmal die Stille genießen. Oft ist ja doch sehr viel Lärm drumherum. Aber die Kulisse ist schon sehr, sehr schön. Da vorne, das ist die Solinie, das ist das Wahrzeichen von Bad Soden. Beziehungsweise ich werde sie euch später noch mal ein bisschen näher zeigen. So, da seht ihr den Bach, der durch den Park fließt. Das hier ist die Bad Sodener Tanzschule. Und hinter diesem Park kann man das Hundertwasserhaus von Bad Soden wieder erkennen. Da ragt es empor. Na, stell mal Scharfkamera. So, so ist besser. So, und hier haben wir so den Solbrunnen. Man kann ja auch eine Führung machen über die ganzen Brunnen hier im Quellenpark. Ist sehr zu empfehlen für jemanden, der sich dafür interessiert. Ich habe mal probiert. Es schmeckt sehr, sehr eisenhaltig. Nicht jedermanns Geschmack. Aber wie gesagt, Heilwässerchen muss ja nicht immer lecker sein. Hier der Reichsapfel, das ist Bad Sodener Wappen, was so den hier in der Hand hält. Und hier seht ihr eine bepflanzte Rechenaufgabe. Dreieck plus Kreis gleich Quadrat. Sehr schön. Und schöne alte Bäume stehen hier zum Teil im Park. Echt ein schönes Fleckchen zum Durchspazieren. Und oft trifft man auch ganz viele Hundebesitzer, die hier mit ihren Hunden durch den Park marschieren. Ich muss für heute mal weiter. Aber im Frühling sieht dieser Park auch ganz hervorragend aus. Vielleicht filme ich ihn dann auch nochmal. Da, schaut, Jogger sind hier auch immer wieder anzutreffen. Man kann ja auch wirklich wunderbar laufen. Einen schönen Tag euch.